Einen wunderschönen guten Morgen. Heute dreht sich mal nichts um Campers oder Bullis oder sonst irgendwie was. Heute dreht sich was um den CLK. Ich zeige euch das Auto erstmal, bevor ich sage, was wir daran machen. Susi ist heute wahrscheinlich nicht dabei, aber vielleicht kommt er nachher noch dazu, das werden wir sehen. Aber jetzt erstmal das Auto. Das ist ein CLK, 230 Kompressor mit 197 PS. Das ist der Wagen von meiner Frau und der kriegt eigentlich nur Dresche. Also wirklich nur Dresche. Der wird gefahren und geht nicht kaputt. Also bis jetzt wirklich ohne Probleme. Das Einzige, was ich mal hatte, war, dass bei 160.000 der Cut kaputt war. Da hat er keine Leistung mehr gehabt und Zylinderaussetzer gehabt. Also gesagt, das habt ihr aber auch schon mal gesehen. Oder werdet ihr noch, wenn ich das Video gleich finde, verlinke ich das unten drunter in der Videobeschreibung. Ja, jetzt zum Auto. Der ist eigentlich wunderschön ausgestattet. Hier ist wieder Hebebühne im Weg. Der hat Lederausstattung, der hat Klimaanlage, der hat Command, der hat Heckrollo und leider einen Schalter. Also ich bin ja immer ein Fan von Automatik, weil ich einfach faul bin. Schalten ist immer ein bisschen nervig, weil die ständige Kupplung treten geht mir echt auf den Zeiger. Ja, das ist das schöne Auto. Und ich zeige euch jetzt mal, was mir daran aufgefallen ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze hier schön im CLK. Ich war gerade da drin bei Rewe und habe mir Zigaretten geholt. Und vorhin bin ich hier eingestiegen und habe gemerkt, so, ich könnte mal langsam mal eine Wartung an dem Auto machen. Ja, bin ich so ein bisschen überfällig davon ab. Ich kann mal zeigen, wie lange. Das ist echt. 730 Tage überzogen. Naja, da sollten wir mal langsam mal irgendwas dran machen. Ne? Ölwechsel, Filter wechseln, Luftfilter mal gucken, Riemen tauschen. Ja, wollen wir mal hoch in die Werkstatt und mal gucken, ob das so klappt. Ja, wie gesagt, ein bisschen Wartung überzogen. Ne? Aber in Wirklichkeit nicht. Diese 720 Tage, das ist der Zeitraum, wie lange ich das Auto habe, weil ich das Auto gekauft habe oder wir das Auto gekauft haben, ging diese Lampe gleich am ersten Tag an. Das heißt, ich habe da schon die Wartung gemacht, alles ist gut. Dann habe ich gedacht, komm, lass ich mal auch Spaß drin, dann weiß ich wenigstens, wie viele Tage ich das Auto habe. Ja, jetzt ist das schon ein bisschen her und heute werde ich das mal zurücksetzen, weil ich glaube, er zählt eh nicht mehr weiter. Kann ich ja gleich nochmal nachgucken. Ja, heute machen wir einmal einen Ölwechsel. Ölwechsel machen wir. Da ist schon neuen Filter, neue Riemen drauf. Wir überprüfen die Spannrollen und die Umlenkrollen hier unten drin. Und gucken, ob wir die jetzt auch nochmal nachbestellen. Das ist ja keine Arbeit, eben neu zu machen. Aber ich jetzt erstmal nicht mitbestellt, weil er keine Lagergeräusche macht vom Riemen her. Dann habe ich jetzt hier Zündkerzen, kriegt er vier neue. Und einen Luftfilter. Und dann gucken wir zusammen mal das Auto durch, bremsen, ob die noch einigermaßen gut sind. Oder ob sie auch jetzt neu machen muss. Also ich habe bis jetzt noch gar keine Bremse dran gewechselt, weil letztes Mal, als ich in der Bühne habe, war noch alles in Ordnung. Ja, ich würde sagen, ich lasse warm laufen und dann sehen wir uns gleich zum Öl ablassen wieder. Ach ja, Unterfahrschutz wieder losmachen. Das heißt, wir müssen jetzt das wieder losmachen. Erstmal hier den Unterfahrschutz lösen, damit wir an die Ölablassschraube kommen. Hier hat er mal aufgesetzt, der ist ja auch tiefer gelegt. Ne? Hier haben wir schöne rote Federn drin, heißt 5 PS mehr. Nein, Spaß beiseite. Der ist auch tiefer gelegt. Und machen wir mal die Verkleidung ab. Bisschen ölig. Soll ich mal gucken, woher das kommt. Wahrscheinlich wieder. Ich würde sagen, ein bisschen ölfeucht ist er. Aber ist auch schon relativ alt. Nachher mal gucken, wo der Herz wegkommt. Das heißt, nachher einmal sauber machen. Aber es sieht aus, als wenn das
oben rauskommt und nicht hier unten. Ölfeucht. Müssen wir mal gucken, woher das kommt. Gut, aber ich mache jetzt erstmal das Öl raus. Dann machen wir das Ganze sauber. Wo ölt der denn so viel? Zack. Schwarz. Ja, jetzt haben wir das Öl abgelassen. Auch schon soweit sauber gemacht. Cool finde ich hier bei dem Filterset. Hier ist ein, ich weiß nicht, ob man es sieht, ein Kupferring dabei. Ziemlich selten geworden heutzutage, dass da Kupferringe dabei sind. Finde ich ganz cool, aber ich mache mir jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Komm, werd fertig. Ja, Öl abgelassen. Machen wir die Ölwanne noch mal ein bisschen sauber und schrauben die unten wieder zusammen. Lasst den ab, den Unterfahrschutz noch dran. Also dran, ab. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Zündkerzen wechseln, Luftfilter eben schnell getauscht. Und dann gucken wir die Karre mal zusammen durch. Also wie gesagt, ich habe mal ein bisschen Ölfeucht. Habe ich schon ein bisschen sauber gemacht, damit ich nachher sehe, wo das Öl wegkommt, gucke ich mir gleich mal von oben an. Ich würde sagen, erstmal wieder unten zusammenschrauben, Schraube wieder rein. Und dann haben wir das. Ach ja, so, Schraube wieder reindrehen, neuen Kupferring drauf. So. Den Bock mal wieder runter. Machen wir jetzt den Ölfilter mal raus. So, Ölfilter sitzt hier bei dem CLK, hier zwischendurch. Da haben wir eine extra Nuss für. Den drehe ich mal eben draußen und gucken uns mal an, wie gut der noch aussieht. Ölfilter. Also, Ölfilterschlüssel ist einfach hier so eine rote Nuss unten drauf und darunter ist dann der Ölfilter, der natürlich echt mittlerweile hart und scheiße aussieht. Na, der Gummiring muss auch noch ab hier bei den Ölfilter. Deckel, der wird getauscht und einmal neu gemacht. So ein bisschen mit Öl benetzen den neuen Gummiring, damit er auch dicht wird. Einmal neuen Ölfilter.
Der Öldeckel kriegt 25 Newtonmeter. Schon mal Ölfilter, Öl abgelassen, neuen Ölfilter drin, jetzt eine Luftfilterkasten. Kurz eine Zwangspause, das heißt, was heißt Zwangspause? Armin war gerade noch hier, oder Richie sitzt vorne noch. Die haben jetzt den Kornweg rausgegeben, der hinten stand. Und dann kommt Richie mal hier ärgern wollen, der guckt gerade Videos vorne. Was denn da? Haha, jetzt bist du auf meinem Kanal. Nein, ich sag jetzt nicht zu, nein. Nein. So, gehen wir wieder zum Auto. Nach der Zwangspause, wie gesagt, machen wir jetzt den Luftfilter endlich raus. Und da ist das gute Stück. So, empty paar. Klemmen hier abmachen, einmal rumherum. Und dann können wir Luftfilter tauschen. Das ist eben das Einfachste. Dann gehen wir weiter mit Zündkerzen. Filtermatte. Oh, so. Ist jetzt nicht sonderlich dreckig, aber schon alt. Gut, einmal neue rein. Neue Matte rein. Willst du passen? So, zack. Deckel wieder drauf. Ansaug, Luft wieder drauf, Ansaugstutzen, Schelle wieder zu. Ja, und schon haben wir einen neuen Luftfilter. Gut, jetzt weiter hier mit Zündkerzen. Die Zündkerzen müssen jetzt hier den Deckel abschrauben, das Rad einmal runternehmen. Da kommt man da wunderbar dran, an die Zündspulen, Zündspulen raus und dann an die Zündkerzen. Ja, jetzt habe ich unter der Decke die Zündspulen und hier sitzen jetzt die Einzelzündspulen drunter. Die baue ich jetzt aus und darunter liegen die Zündkerzen. Deckeldichtung kann ich demnächst auch mal bestellen. Steht nämlich schon ein bisschen Öl drin. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Dann kommt das Öl nämlich vom Ventildeckel. Gucken wir mal gleich von außen. Mal zum Kerzen rausdrehen.
Ja, jetzt habe ich hier die Zündkerzen mal raus. Hier ist einer, ist eigentlich relativ. Ja, macht das, fixiert das. Also die hier sieht, sind eigentlich alle so rehbraun. Ja. Also nicht weiß, sondern eher so bräunlich. Eigentlich perfektes Verbrennungsbild. Also was hier ist ein bisschen ölig. Wir hatten ja gerade schon unten das Ölproblem. Und da denke ich einfach mal, ich zeige euch das mal eben. Hier steht Öl drin. Genau, da steht Öl. Das heißt, ich muss hier eh die Ventildeckeldichtung neu machen. Das heißt, die bestelle ich. Das heißt, nächste Video schon gesichert, ne? Für Ventildeckeldichtung. Aber heute machen wir jetzt erstmal nur die Zündkerzen. Die bestelle ich, die mache ich dann nächste Woche oder so neu. Zündkerzen getauscht. Jetzt mache ich das aber kurz einmal sauber und dann Zündspulen wieder drauf. Ja, aber jetzt die Zündkerzen getauscht. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem Riemen. Also der Riemen muss jetzt auch noch getauscht werden. Den habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht getauscht. Und der sieht jetzt auch nicht schlecht aus oder so. Oder irgendwie porös. Aber komm, ich mache noch einmal neu, wenn ich jetzt einmal hier bei bin. Dann weiß ich wenigstens, dass ich eine gemacht habe. Ja, weiter im Text. Jetzt gehen wir hier am Riemen. Das heißt, ich muss hier vorne einmal die Lüftung hier ausbauen, damit ich hier vernünftig drankomme und da vernünftig drankomme, um den Riemen zu lösen. Das ist nämlich ein Spanner und hier ist ein Spanner. Dann kann ich den Riemen entspannen und kriege ihn einfach runter. Machen wir eben. Jetzt kommen wir da dran. Und an den. An den kann ich jetzt schön den Riemen lösen. Ich gucke mal, ob ich euch besser hier hinstelle. Mal ein bisschen da reinfilme. Lange. Genau, der ist schon mal richtig. Und der andere ist bestimmt hier runtergeflogen. Da. 1300, ja, müsste eigentlich passen. 1352, genau. Passen beide. So, alten Riemen weg. Müll. Ganz kurz.
hören sich alle noch gut an. Das, da brauche ich erstmal nichts machen. Also Riemen wieder drauflegen. Na komm. So. Und der erste Riemen sitzt wieder. Ja. Zweiter Riemen. Der geht über Lichtmaschine, Kompressor. So, beide Riemen wieder drauf. Habe ich das Mikro überhaupt angemacht? Ja, habe ich. Ein Glück. Das passiert mir schon die ganze Zeit, dass ich hier zwischendurch Videos mache und ich vergesse, meinen Ton wieder anzumachen. Das ist mir schon dreimal heute passiert. Aber nun gut, passiert manchmal. So, Lüfter wieder rein, Öl drauf und dann mal gucken, wie er läuft. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe ihn wieder zusammengebaut. Wir haben jetzt Zimtkerzen gemacht, wir haben die Riemen getauscht, wir haben Luftfilter gemacht. Ja, das ist jetzt erstmal so ganz grob. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal unter das Auto, heben den nochmal hoch, wackeln die Achse nochmal ab, ob ich da mal was nachbestellen muss. Ich muss auf jeden Fall die Ventildeckeldichtung nach noch bestellen, die müssen wir noch machen. Also ich und ihr guckt zu. 5,5 Liter Öl müssen wir jetzt hier noch drauf machen. Und dann war es das erstmal. Ich glaube, eine Wasserpumpe bestelle ich auch nochmal neu. So, erstmal 5 Liter drauf. Den halben machen wir gleich. Lass er erstmal laufen. Jo, ist genug drauf. Lassen wir mal laufen. Und dann gucken wir mal. Genug Öl haben wir auch drauf. Bis hierhin. Und perfekt. Ja, ein Kabel hier. So, werde ich ihn erstmal einmal abwackeln. Aber das sieht gut aus. Perfekt. Und andere Seite.
Also achstechnisch ist alles in Ordnung. Wir können jetzt einmal drunter hergehen und mal zusammen gucken. So, gehen wir mal einmal hier unten drunter. Achse sieht soweit in Ordnung aus. Ich habe sie ja gerade abgewackelt, wie ihr gesehen habt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habt ihr nicht gesehen. Na, hier sieht soweit alles in Ordnung aus. Warum der hier geölt hat, werde ich noch kontrollieren. Ich denke, das wird die Ventildeckeldichtung oben sein. Ja, Gasleitung läuft hier lang. Ist auch noch alles fest, alles gut. Hier, Achsmanschetten ist gut. An sich ist der Wagen echt top. Wie gesagt, der rennt einfach. Das ist echt ein gutes Auto. Gut, wie gesagt, das eine, was ich mal hatte, war Cut. Da habe ich damals auch gleichzeitig den Ölwechsel gemacht. Das ist schon 256.000, 266.000. Da habe ich vorhin schon mal gesagt. Ja. Und dann klappt alles. Das Video mit dem Cut kann ich ja mal verlinken, wenn ich es finde. Das ist dann unten in der Videobeschreibung drin. Und dann würde ich sagen, war es das für heute erstmal. Wir machen als nächstes Ventildeckeldichtung, Wasserpumpe. Mal gucken, der Herr Susewind, der kommt da gerade. Soll ich noch mal eben Hallo sagen, bevor ich hier Schluss mache? Also ich baue jetzt hier noch den Unterfahrschutz dran. Und dann drehe ich die Kamera jetzt um. Moin! Los, aus dem Bett gefallen? Nee. Nur nicht ganz, ne? Ganz entspannt. Ganz entspannt, hast du ja auch frei. Hast du ja auch verdient. Meinst du? Ja, ich habe jetzt hier einmal durchgeguckt. Ölwechsel habe ich gemacht, Riemen habe ich gemacht, Zündkerzen habe ich gemacht. Durchgeguckt. Wie gesagt, Wasserpumpe, Ventildeckeldichtung muss ich jetzt noch neu machen. Also das ist das nächste Ziel und dann war es das erstmal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es bitte drunter, was ich verbessern soll oder wir verbessern sollen. Genau, wir. Eher gesagt. Ne? Und dann bis dann. Macht's gut. Ciao.